Manchmal ist es eine zündende Idee, aus der etwas ganz Großes wird. Gutes Beispiel, so eine mobile Kochplatte. Vielleicht haben Sie auch noch so ein Gerät zu Hause. Total schick in den 60er Jahren, damals ein Exportschlager aus Dinkelsbühl. Die Firma gibt es heute noch und das R im Logo steht aber nicht mehr wie damals für die Marke Robusta, sondern heute für Rommelsbacher. Ich würde jetzt einfach mal hier reichen. Sigrid Klenk hat eingeladen. Es gibt Raclette, Weihnachts- oder Silvesterklassiker in vielen Haushalten. Heute die leichte Sommervariante. Eine Party, irgendwie aber auch ein Arbeitsessen, denn Sigrid Klenk ist die Chefin der Anwesenden. Wir machen es wirklich sehr, sehr gerne, dass neue Produkte von Mitarbeitern mit nach Hause genommen werden, einfach mal durchprobiert werden. Auch einen Bericht hinterher abzugeben, was hat gut funktioniert, was könnte man verbessern, ist das von der Funktionalität her gut, ist das Design auch passend. Am Tisch sitzen Mitarbeiter aus ganz unterschiedlichen Abteilungen der Dinkelsbühler Firma Rommelsbacher. Markus Boot zum Beispiel arbeitet als Versandleiter im Lager. Von hier aus gehen die Elektrogeräte aus Franken in alle Welt. Kerngeschäft des Unternehmens sind Kochplatten in verschiedenen Varianten. Induktions- oder Ceranplatten für Elektroherde. Und der Klassiker, die mobile Kochplatte mit Thermostat und Heizdraht. Viele Arbeitsschritte erfolgen hier noch heute in Handarbeit. So ein Thermostat besteht aus 21 kleinen Teilen. Etwa 200 Stück am Tag schafft eine erfahrene Mitarbeiterin. Auch der Heizdraht, das Herzstück sozusagen, wird akkurat per Hand eingesetzt. Solche Platten werden in Outdoor-Küchen, daheim im Garten, beim Camping oder im Gastronomiebereich genutzt. Spezialanfertigungen und Aufträge in kleiner Stückzahl sind für die fränkische Firma kein Problem. Und genau dort hat sie auch ihre Nische gefunden. Wir machen zum Beispiel Kochplatten für Altenheime, die mit einer Zeitschaltuhr gesteuert sind. Das heißt, nach 15 Minuten Maximalzeit schalten die automatisch ab, was sehr einen hohen Sicherheitsaspekt bietet. Wir machen spezielle Geräte für Justizvollzugsanstalten, die speziell verschraubt sind und auch eine niedrige Leistung haben. Und ein ganz lustiges Beispiel ist auch eine Heizplatte für die australische Eisenbahn, die im Führerstand verwendet wird für die Zugführer zum Kaffeekochen. Sigrid Klenk führt das Familienunternehmen in dritter Generation. Ihr Großvater Gustav Rommelsbacher war ein ehrgeiziger Tüftler und ein guter Kaufmann. In seiner Garage entwickelte er elektrische Geräte aus Schrott. Er baute Heizlüfter, Wärmflaschen, Waffel- und Bügeleisen. 1928 gründete er die Marke Robusta. Die erste Fertigungshalle entstand. Dann kam die Glühkochplatte. Schnell, günstig und einfach zu bedienen. Das Modell für unterwegs wurde in den 1960ern zum absoluten Renner. Das Unternehmen wuchs. Seit Mitte der 80er heißt die Firma nicht mehr Robusta, sondern Rommelsbacher. Susanne Bauer, die Tochter des Gründers, begann 1954 in der Firma. Vier Produkte gab es damals. Heute sind es über 400. Die 82-Jährige weiß, ihr Vater wäre heute überglücklich. Dass seine Firma weitergeführt wird, dass sein Name weiter besteht, das würde ihm sehr viel bedeuten. 90 Mitarbeiter sind heute in Dinkelsbühl beschäftigt. Um Produkte in allen Preisklassen anbieten zu können, produziert Rommelsbacher mittlerweile auch außerhalb Deutschlands. Die Palette an Küchenzubehör scheint unerschöpflich. Ölpresse, Dampfgarer, Entsafter und Mixer liegen zurzeit voll im Trend. Klassiker wie das Raclette halten sich aber auch auf dem Markt. Und vielleicht gibt's davon bald auch ein Modell extra für den Sommer. Und der Sommer bleibt ja anscheinend noch eine Weile bei uns.